Und somit sage ich Hallo zu dem versprochenen Sache, dass ich das jetzt durchspiele. Wie in der Beschreibung, wie im Vorwort schon gesagt, es wird ein komplettes Blind-Let's Play. Das heißt, ich weiß selber nicht, was mir erwartet. Und dadurch darf ich sagen, wir starten nochmal los und schauen uns die Sache gemütlich an. Ja, natürlich. Ja, ich würde mal sagen, wir machen einfach normal. Mal schauen. Vorgeschichte. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Ich würde sagen, wir haben ihn. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Der Genosse. Na, servus. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Ja doch, da fangst du. Hui, da wird sehr ruhig schon mal. Irgendetwas bewegt sich im nächsten Raum. Ja, lass uns Zeit irgendwie umschauen. Mhm. Aha, es ist da schon ab. Schau. Aha, okay, da kann man nichts dran. Ja, mit O interagieren, haben wir schon mitgekriegt. Ja, wir versperren einmal den Rückweg, wenn von hinten nichts kommen kann. Öffne das Tor, ich gebe dir Deckung. Oh, ich laufe. Das könnte jetzt voll in die Hosen gehen. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Ja. Also. Halten. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Fix. Muni! Muni. Minipacks. Moni. Bereit, Artyom? Moni. Mir nach. Stress mich nicht! Was ist das? Ah, Gaskartuschen, glaube ich. Moni. Halt, da geht's auch noch eine. Aufmachen noch. Hallo? Schaut noch Schrank aus, kann man das? Kann man das zumachen? Nein, kann man nicht. Das ist ein Schrank, kann man auch nicht aufmachen. Ich mag's noch nicht dunkel. Aha, da war ich drüber gesprungen. Ich bin drüber gesprungen. Okay, auf nach oben. Okay, wir gehen hinauf. Tap, tap, die Lilei. Da, Genosse, mach auf, Türe. Noch lang mit ihr, oder? Ja. Sagst du? Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Aha, Gasmaske mit. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Turm. Benötigst du zu zum Überlegen, ganz mal kriegen, gesagt, zu husten, möchten wir G drücken, G und mit T die Uhr. Alles klar. Aber da ist was. Ich will es haben. Lade deine Waffe. Schau, Gaskanuschen. Meins. Da kommen sie. Ja, jetzt stresst ihr nicht die Finger noch nicht weit. Oh, was ist? Was ist? Da ist einer! Verteiler
versuchen wir es mal mit Sie. Ja, jetzt stresst er nicht, ich bin ja gerade dabei, weil ich es überschaue. Können wir die looten oder so? Lass uns gemeinsam ziehen. Was sind das für hässliche Viecher, Alter? Ich glaube, das sind Ratten oder so. Ja, jetzt stresst er nicht so, Alter. Ist das ein Spiel oder? Ja, komm. Ja. Schweres Gerät. Ja, ja. Ich tue mir nachladen, wenn du nichts dagegen hast. Aha. Und hier ist es, Artyom. Schaut aus wie unser Ziel. Da, Genosse! St. Petersburg, komm. Moskau, was auch immer. Bitte kommen. Ende. Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Ist die Gruppe draußen? Ja, wir sind gerade draußen. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Ja. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Da oben, ernsthaft? Gehen wir. Die anderen müssen bereits hier sein. Umschalten, mitlaufen. Okay, ich laufe. Da gibt's nichts zum Holen. Aber warum ist da eigentlich alles ausgebrochen? War der Weltkrieg, Apokalypse. Irgendeine so dämliche Tür hat sie aufgemacht. Keine Ahnung, was das war. Wer bist du? Sie zu sehen, Oberst. Richtig. Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Keine Ahnung, was ist denn? Ich sehe nichts. Der hat sich nicht gut an. Alter, was ist denn das? Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Leck mir am Arsch. Sind das Ratten oder was? Scheiße! Feuer frei! Das war meiner Hubs. Noch Land, noch Land! 200! Scheißvieh! Kann ich da nicht missen? Scheiße, hüpft's mal auf! Dämonen? Dämonen? Schnapp da Waffen, verdammt nochmal! Was bist du? Papa! Wow! Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Okay. Irgendwie habe ich es aufs Maul gekriegt. Rückblende. Wir wollen kein E drucken. Wir wollen die Story genießen. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm.
Yeah. Schauen wir weiter. So, was gibt's denn da? Metro 2033. Wir sind in Russland. Ui, schau das auch. Was kann man da machen? Nein, nicht ausschütten. Das ist scheiße. Aha, aha. Da kann man die Lampe ausschütten. Okay, okay, okay. Lampe wieder einschalten. Wo kommen. Ah, schau. Ich bin ein schöner Düsse. Paris. Moskau. Gizeh-Pyramiden. Tower von London. Big Ben. Venedig, die Kanäle. Skyline von Amerika. Stonehenge. Nett, nett, nett eingerichtet. Kann man nichts sagen. Eine Säge. Okay, da kann man anscheinend nichts nehmen. Das heißt, wir machen uns da mal auf den Weg. Ja, ja, ich komm schon. Hallo? Schwein, Krankheit. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Was haben Sie vor? Sie jagen? Abknallen? Das ist nicht mal lustig. So läuft das. Hallo, Artyom. Yes. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Ja. Was können wir denn noch tun? Ja, alle töten. Die Dämonen töten. Wir werden uns alle umbringen. Tja, wenn wir Pech haben schon. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Richtig. Na. Sergej, habt ihr meinen Sergej gesehen? Sergej? Wer ist der Sergej? Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Ah, das verdammt. Das Krankenhaus ist voll. Aber bleiben Sie ruhig. Ah, scheiße. Wir müssen Was hat ist so? Mit Alexei? Er war am Außenposten. Ja. Was hat das so? Petro. Okay. Der Arzt hat nichts gesagt. Ich hoffe, du bist es. Ja, genau. Lass mich mal rein da. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Ist das jetzt so militärbasismäßig oder ist das halt... Wäre halt interessant. Die Leute wollen ihre Verwandten sehen. Ja, ist klar. Wer nicht. Schau, der hat das gleiche Bild. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen ihnen das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Was? Nicht wie keiner. Komme nicht dran. Ich komme nicht. Oh mein Gott. Es ist Hunter. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Mutant, klopf nicht an. Okay. Wäre jetzt aber Arsch, wenn's anklopfen, gell? Dann geh nochmal ein bisschen weg. Ah, da steht einer. Der ist. Willkommen, Hunter. Wow, bist du kräftig. Jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Yes. Hallo, Artyom. Dere. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Aha. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Yay! Muss ich an dich denken. Freie Stadt, ich will's haben. Das sind keine normalen Mutanten. Yeah. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Richtig. Die Schwarzen. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Das? Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Gib mal Knarre. Direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, los. Hol die Stelle eine Waffe. Ja, ich bin dabei. Ja, was mit zwei. Ernsthaft. Mit 1, 2, 3, 4 und 5. Oder mit dem Rad. Immer zur Verfügung. 1 benutzt sie jetzt, wenn ihnen die Mund mal ausgeht. Aha. 1 ist immer zur Verfügung. Okay, ja.
Messer! Ja, genau! So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Komm, gib mir was anderes. Das ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Ist da was drin? Na. Ist da was drin? Na. Na. Ich will was anderes! Okay. Ja, Alter, so killt man. Ja, ich stehe genau unter dem Tor. Mal nachladen nach unten. Wow! Ich brauch Muni! Was soll ich mal drauf schießen? Ich hab nur 3 Muni. Bist du okay? Na, ehrlich gesagt nicht. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Richtig. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnel ist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Oh oh. Laufen! Luft! Verdammt, verdammt! Alles tot. Der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Logisch. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Ja, logisch. Hundemacke.